der sozusagen Besatzung dieser Fahrzeuge, sehr geehrte Kollegen der Berufsfeuerwehr, ich sage auch bewusst vielen Dank für die Mitglieder der vierten Gewalt, der Presse, dass Sie heute bei diesem Termin dabei sind. Sie sehen hier etwas, was normalerweise sofort ein Sorgen auslöst, wenn Sie mich Martinshorn hören oder diese Fahrzeuge im Einsatz sehen, gibt es Probleme in der Stadt. Heute ist es aber ein insofern guter Termin, weil wir mit diesen fünf Fahrzeugen eine Entwicklung demonstrieren können, die, glaube ich, für Köln, für Kölnerinnen und Kölner, die hier leben und arbeiten, aber auch für die Menschen, die hier in dieser Stadt oder aus der Region arbeiten, die ganz wichtig sind. Sie sehen hier ein Programm von Fahrzeugen, was im Rettungsbedarfsplan vom Rat 2009 beschlossen worden ist, wo der Gesundheitsausschuss uns grünes Licht gegeben hat, hier insgesamt 46 Fahrzeuge zu beschaffen und noch 13, die folgen werden. Das ist ein, diese fünf Fahrzeuge stehen im Ergebnis für ein Beschaffungsprogramm im Wert, in einem bestimmten Wert. Das wird Ihnen gleich, das wird Ihnen gleich, das ist Frau Sperber.